Hey, ganz ehrlich, wenn das so einfach wäre, dann hätten es alle schon gesagt. Wenn das das Thema wäre, dann hätten wir keine Probleme, oder? Corona, Covid-19, wir werden das einblenden, was ich hier habe. Die Medien, sozialen Medien, alle gehen nur auf dieses Thema Corona ein. Und ich möchte ein bisschen was zu diesem Post sagen. Hier steht drin: Take 1 minute and read. Also nimm dir eine Minute Zeit und lese das, weil erstens erkläre ich dir, wie du Corona selbstständig testen kannst und zweitens erkläre ich dir, wie du Corona verhindern kannst. So, und das möchte ich gerne bewerten. Ich gehe ganz kurz auf die Inhalte ein. Also hier wird gesagt, ein japanischer Doktor, der hat herausgefunden, dass man Corona selbst testen sollte, weil wenn du schon die ganzen Symptome hast, wie Fieber, Schwäche, Husten, dann hast du schon eine starke Fibrose, also eine Verästelung in der Lunge und es wird sehr schwer, das zu überleben. Und deswegen solltest du jeden Tag in die Frischluft gehen, tief einatmen, 10 Sekunden anhalten. Und wenn du jetzt husten würdest, dir das schwerfallen würde oder du sagen würdest, boah, das kann ich gar nicht, dann bist du auf jeden Fall Corona-krank. Der zweite oder die zweite Geschichte, die hier drin steht, ist, du kannst Corona verhindern mit einer einfachen Methode. Du trinkst alle 15 Minuten Wasser, weil du brauchst eine Befeuchtung des Rachens. Und wenn du alle 15 Minuten Wasser trinkst, spült das Wasser den Virus runter in den Magen und in der Säure, da wird er vernichtet. So, mein Feedback, ich wollte es nur kurz hier in diesem Video sagen, ist: erstens, 100% Tests gibt es wirklich nur mit dem Corona-Schnelltest. Das dauert nicht lange, ein paar Stunden, dann weiß man Corona ja oder nein. Es gibt natürlich einen Indiz, ob du Schwierigkeiten mit der Lungenfunktion hast, wenn du diese Übung, die ich kurz vorgeführt habe, nicht kannst. Natürlich, aber 100% Corona hast du nicht. Du kannst ja auch eine ganz normale Erkältung haben und das schon Schwierigkeiten mit haben. Also, vergesst das. Zweiter Punkt ist, du kannst mit Wasser alle 15 Minuten den Virus runterspülen und im Magen wird er vernichtet. Hey, ganz ehrlich, wenn das so einfach wäre, dann hätten es alle schon gesagt. Wenn das das Thema wäre, dann hätten wir keine Probleme, oder? Aber ich will Wasser trinken alle 15 Minuten nicht schlecht reden. Es ist auf jeden Fall gut fürs Immunsystem. Nur bitte, bitte, solche Meldungen, ein japanischer Doktor, taiwanesische Wissenschaftler, glaube ich, waren es, sagen so und so, bitte glaubt sowas nicht. Wenn ihr konkrete Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert natürlich gerne meinen Kanal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, euer Frank.